Sonntags einfach mal im Bett liegen bleiben, nichts tun, tagträumen, die Gedanken schweifen lassen, faulenzen. All das sind Dinge, die Frank niemals tun würde, denn Frank ist ein Arbeitstier. Willkommen zurück zu Stardew Valley hier am Sonntag, nicht wahr? Der Sonntag der Arbeit bei Frank und so wie es aussieht, sind heute sämtliche Geschenke resettet. Das heißt, wir können wieder ordentlich mit Zeug um uns werfen. Und das ist toll, denn Lea bekommt heute ihre erste Weinflasche von uns. Ist das nicht super? Und außerdem läuft die Queen of Sauce im Fernsehen. Hallo, ich bin's, die Queen of Sauce, bla bla. Heute bringe ich dir bei, wie man Pumpkin Pie macht. Lecker. Vielen Dank auch, vielen Dank. So, was sagt der Kalender? Heute ist quasi erstmal nichts, aber übermorgen hat Lea Geburtstag. Da wird's richtig abgehen, Mann. Da wird's richtig abgehen, Mann. Da wird's richtig abgehen! Geil. Und das Öl ist auch fertig. Das heißt, wir haben jetzt 10 Flaschen. Das reicht fürs Erste. Ich möchte da gar nicht viel mehr produzieren. Also öltechnisch sind wir gut bedient. Lass mal rausgehen. Oh, was für ein wunderschöner Tag heute am Sonntag. Oh, toll. So, wir haben Post. Ist ganz klar. Frank, wie geht's dir denn so? Ich hoffe, der Winter war jetzt nicht allzu hart für dich. Wie auch immer, ich schreibe dir, um dich nach Hardwood zu fragen. Ich brauche ungefähr 10 Stück davon, wenn du welche über hast. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Robin. Okay, Robin möchte 10 Hardwood. Da sage ich doch mal Hallo. Ich habe mehr als genug Hardwood für dich. Und der Wein ist fertig. Übrigens, wir müssen nachlegen, aber ich weiß gar nicht. Wir haben nur noch eine Crystal Fruit. Was schmeißen wir da jetzt rein? Melonenwein? Nee, ich denke nicht. Warte mal, Grapewein? Gibt es Cranberry Wine? Ist das was? Ist das ein Ding? Ist das ein Ding, das man machen kann? So, warte mal. Erstmal schmeißen wir das hier rein. Das ist fein. Und dann das hier. Cranberries. Ich bin ganz aufgeregt, ob das was wird. Ich weiß nicht. Achso, warte mal. Wir nehmen mal... Diese eine Flasche. Weißt du was? Das ist Crystal Fruit Wine. Theoretisch wäre das die krasseste Verschwendung seit immer, wenn wir den verschenken. Ich meine... Weißt du? Ich meine, Lea mag jeden Wein, egal was für ein Wein. Deswegen lass mal nur einen aufheben, den Rest verkaufen und uns freuen, dass wir ein bisschen was eingenommen haben. Denn ganz ehrlich, wir machen das mit Billigwein, mit Cranberry Wine oder mit Goat Cheese. Ist alles möglich, weißt du, ist alles möglich. Das nehmen wir mit für heute und dann hätten wir das. Was macht Schundboy denn so? Hallo, Mr. Schundboy. Ja, okay, cool. Da freue ich mich mit dir, Mann. Du hast heute so viel erlebt, was? Krass. So, die Hühner sagen auch Hallo. Okay, gut. Das läuft. Wir haben Mayonnaise, wir haben Eier. Gute Mayonnaise in der Mache. So muss das sein. Und jetzt werden wir noch kurz in den Stall gehen und hoffentlich können wir Tourist melken. So, hallo? Natürlich, alles klar. So, wir haben 2x Goat Cheese. Das können wir auf jeden Fall mal, das können wir auf jeden Fall anbieten. Das ist auch ein gutes Geschenk für Lea. So, mal sehen, wer sich heute melken lassen möchte. Stehen bleiben! Oh, Milkshake hat keine Milch heute. Und du? Du hast Milch. Supi, und du? Ich hab daneben ge... Oh! Nice, wir haben wieder mal Goat Milk. Das ist sogar eine richtig... Gute Goat Milk, also eine ganz normale eigentlich. Aber hey, für mich ist sie super. Sie ist einfach nur... klasse! So, das kommt hier rein, das kommt hier rein, das nehme ich mit. Das Ei muss ich noch weglegen. Und außerdem... Warte mal, was brüllst denn du hier so rum, Tourist? Meine Güte! ich frage mich echt, wie lange ich damit durchkomme. Das ist echt unglaublich. Weißt du, falls ich irgendwann nicht mehr aufnehmen kann, dann liegt das daran, dass sie's rausgefunden hat. Oh mein Gott! Und dann wurde ich arg verprügelt. So, packen wir mal das Ei weg. So, und legen wir mal ein bisschen Heu nach. Zack, zack. Und jetzt geht es erstmal auf zu dem Wizard. Ich möchte mal sehen, wie lange wir brauchen, um den auf 10 zu bekommen. Ich meine, wir haben 9. Das geht ultimativ schnell, ne? Das geht ultimativ schnell. Und nachdem wir den Wizard beschenkt haben, gehen wir zu Lea. Und das ist dann quasi unser Ding. Mal sehen, was dann passiert mit dem Bouquet. Ich denke, wir kriegen heute die 8 Herzen zusammen. Da bin ich mir fast sicher. Da bin ich mir echt fast sicher. Ha! Da kommt die Musik zurück. Aus dem Nichts. Das ist schön. So, warte mal. Was haben wir denn hier noch so? Okay. Eventuell kannst du mir helfen. Was haben wir denn hier? Bait, Garlic, Cave Carrot, Wood Floor. Naja.
Tulip, Iron Ore Bugmeat, China Kabinett. Wow, das sieht voll geil aus, aber ich will's nicht. Nee, wenn's billiger wäre, okay, aber das sind 2500 Euro für einen Schrank. Also nee, danke, da sage ich erstmal nein. Aber gutes Angebot, gutes Angebot. Achso, warte, wir gehen mal kurz gucken, wie viel Hardwood wir heute hier zusammenbekommen. Eventuell müssen wir gar nichts aus unserem Vorrat mitnehmen. Das wäre es doch, oder was? Hallo Holly, natürlich bist du wieder mit dabei. Ach Mensch, und noch mehr Würmer. Das läuft ja, ne, das läuft ja echt wie geschmiert. So, weg mit diesem Hardwood-Ding. So, das sind zwei. Das sind dann quasi sechs, acht sind das. Acht Hardwood habe ich dann hier. Oh mein Gott, bin ich geslowt hier. Die blauen sind echt, nicht zu unterschätzen, ne? So. Eventuell könnte ich auch meine Axt mal upgraden, aber das sind 10.000. Nee, ich glaube, das mache ich mal nicht. Ich spare immer noch für den Frühling. Und dann kommen die Upgrades. Weißt du, erst im Frühling, nicht jetzt. Nicht hier. Das ist nicht angebracht. So, jetzt haben wir quasi 10 Hardwood. Das läuft. Die Quest ist completed. Da wird sich Robin aber freuen, du. Da wird sie sich echt einen Ast freuen, du. Einen schönen Ast. Weißt du, weil sie doch Tischlerin ist oder Schreinerin und ganz viel mit Holz arbeitet. Naja, okay. Wenn man es erklären muss, ist es nicht mehr witzig. Ich verstehe schon. So, Wizard Boy. Ich komme, um dir was zu bringen. Und zwar eine Essenz des Todes. Essenz des Todes. Okay. Da bin ich. Was geht? Oh, das ist wirklich geil, Junge. Ja, immer noch. Ich weiß. Manchmal beobachtest du die Leute hier. Ja, ja, alles klar. Haben wir jetzt 10 Herzen? Nee, immer noch nicht. Aber morgen dann vielleicht. Gott, stell dir vor, der Wizard ist mein bester Freund. Ne? Dieser komische, seltsame Mann im Wald, der im Turm wohnt und der irgendwann mal verheiratet war. Ich wundere mich, ob wir irgendwann mal seine Frau treffen. Das wäre krass. Stell dir mal vor, kommt so eine Hexe angeflogen. Ich bin die Frau vom Wizard. Eieiei. Ich bin die Witch, sagt sie dann. Na toll, das wär's. So, Lea, ich hab gehört, heute gibt's Geschenke. Ich gebe dir einen Goat Cheese. Ja, ich mach auch mal frei, Lea. Besonders heute. Pass auf, pass auf, pass auf. Erstmal den Käse. Den Wein für den Geburtstag. Oh, das ist genau das, was ich wollte. Danke dir. Käse. Warte mal, haben wir jetzt 8? Oh, scheiße, nein. Warum denn nicht? Das gibt's doch nicht. Das dauert ja so lange. Es ist unheimlich. Die beiden haben wir natürlich schon im Sack, aber ich will Lea haben. Na gut, dann müssen wir doch noch bis morgen warten. Na gut, gehen wir Mani beschenken. Ich meine, ne, das muss ja irgendwie irgendwann mal gemacht werden. Mani, bist du zu Hause? Da bist du doch. Du kriegst wieder mal ein paar Bärchen. Hallo! Danke, das sieht nett aus. Okay, gut. Was machst du so? Es ist gut, dich zu sehen, Junge. Ja, ja. Komm immer vorbei, wenn du irgendwas brauchst. Bla, bla. Läuft. Läuft, Mani. Ich werde immer vorbeikommen, wenn ich irgendwas brauche. Aber ich brauche doch nur Liebe. Und die kann mir nur Lea geben. Aber sie will ja nicht. Weißt du, sie will ja nicht. Robin's Request. Das haben wir schon. Delivery. Okay, gut. Tuna werden wir nicht fangen können, weil ich immer noch nicht weiß, wann und wo wir das fangen können. Deswegen lasse ich das mal außen vor. So, wen können wir jetzt noch beschenken? Penny oder Abigail? Hey, Abigail. Wie wär's mit Sashimi? Du hast doch immer Hunger. Hey, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. Ja, ich bin Hellseher. Oh, hallo. Weißt du noch, das Bild, das ich dir gezeigt habe von dem Ork? Ich habe es, online irgendwie eingereicht und habe 50 Gold damit gewonnen. Wow! Geil, Glückwunsch. Ich wünschte, ich würde auch mal irgendwas gewinnen. Oder geschenkt bekommen. Oder sonst irgendwas. Naja, gut. So, was haben wir denn hier? Da ist nichts. Keine Quest heute. Pierre, ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber ich habe mich verlaufen. So, schüss. Ich muss hier raus. Was will ich denn hier? Ich will auch gar nicht. Obwohl, warte mal, wir können ja mal kurz mit den Leuten reden. Zumindest ganz kurz. Hallo, Georg, na? Ist dir nicht kalt mit diesem dünnen Oberhemd da? Keine Ahnung. Okay, Jody, was geht ab? Ja, ja, du würdest dir wieder mal so ein Hausmädchen holen, wenn du reich wärst. Das ist alles nichts Neues. Gott, seid ihr eingerostet. Today I'm just going to relax and think positively. Okay, so wie immer halt. Ne, Caroline? Machst du auch mal einen Tag Pause? Ja, quasi heute und gestern. Also den ganzen Winter über. Ich hab
eine ganze Season, wo ich Pause machen kann. So, okay, was haben wir jetzt noch zu tun? Das mit den Geschenken hat nicht so gut funktioniert. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob wir Penny... Oh, Maru, braucht nichts. Wir reden nur. Ach man, ich werd so schläfrig, wenn es kalt ist. Ja, ja, ja. Ist halt bitter. So, hier ist Penny. Was geht ab, Penny? Frank, du bist zu einer guten Zeit erschienen. Ich war gerade dabei zu kochen und bin gerade fertig geworden mit meinem neuen Rezept, das ich erfunden habe. Du hast das Rezept erfunden? Was ist es? Okay, lass es mich nur schnell fertig machen, okay? Alles klar, Penny. Alter. Hoho, nicht schlecht. Was ist es? Hier, probier mal. Okay. Das sieht gut aus, den ganzen Teller. Einfach rein in den Schlund. Oh Gott. Mir wird schlecht. Penny, das ist ekelhaft. Well, das war delicious. Can I get the rest to go to? To go? Achso, warte mal. Well, it's definitely unique. How did... Nee, warte mal, ich lüge sie an. Oh, das war echt delicious. Meinst du das wirklich? Danke dir. Es ist so eine Erleichterung, das zu hören. Ich habe so hart an diesem Rezept gearbeitet und ich bin wirklich stolz auf dieses Rezept. Ja, es ist wirklich super. Ich habe mich noch fast übergeben. Und hey, du bist ja auch die erste Person, die das jetzt gekostet hat. Ich werde dieses Rezept dann also Chili de Frank nennen. Ha! Chili de Frank? Nein, warum? Es ist abartig. Ja, wollen wir jetzt vielleicht einen Film gucken oder sowas? Oh, Penny, ernsthaft? Du schmeißt dich ja ganz schön ran, was? So, Penny, alles klar, hi, hey, du stehst auf so einem kleinen Hocker. Was machst du denn da? Oh, danke, dass du mein Geschmackstester warst, Frank. Gerne. Warte mal. Penny hat jetzt auch 8. Penny hat Lea wieder überholt. Penny bekommt Sashimi. Penny? Bitte? Oh, danke, das sieht echt speziell aus. Ja, besser als dein Scheiß, auf jeden Fall. Tschüss. So, okay, gut, das haben wir. So, jetzt haben wir bestimmt da auch schon wieder 8, ne? Nee, immer noch nicht. Hey, was ist denn los, Mann? Lea, du hängst ganz schön hinterher. Wie soll ich denn das schaffen? Jemals. Ich weiß es nicht. So, warte mal, was haben wir denn jetzt noch so dabei? Wir haben nichts Gutes dabei. Das können wir uns eigentlich schenken hier. Was machen wir denn als nächstes? Wir könnten versuchen, den Thunfisch zu angeln, aber ich habe keine Ahnung, wann und wie wir den kriegen können. Also, lassen wir das mal. Hey, willst du ein bisschen was zu essen? Guck mal hier. Elliot, das ist für mich marvelous. Ja, geil, ne? Ich weiß, was dir schmeckt. Träubchen. So, was, du solltest wirklich deine Bodenplanken schrubben heute? Ich glaube, eine Alge formt sich da langsam ab. Junge, mach mal sauber. Okay, do you make time for cleaning? Ich nehme mir keine Zeit fürs Aufräumen, auf keinen Fall. Ist echt nicht so mein Ding, ich räume nie auf, ich bin Frank. Das macht jemand anders für mich, den ich niemals sehe. Eine unglaubliche Kraft, die für mich immer aufräumt. Weißt du, sie ist unsichtbar und unglaublich. Ich liebe sie so sehr, sie ist super. Bei mir ist halt immer alles ordentlich, ne? Abgesehen von meinen Feldern, die immer total chaotisch angelegt worden sind. Aber das war ja ich, weißt du, das war ich und das kann man auch verschmerzen. Eine Koralle. Und noch eine Sea Urchin. Es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Oder eventuell mal zu gucken, ob wir hier angeln können. Gibt's hier einen... Och, da hinten, wie komme ich denn da hin? Das ist doch furchtbar, wie soll ich denn da rankommen? Weißt du, immer diese Teaser-Blubberblasen, wo ich einfach nicht rankomme. Weil sie mitten auf dem Meer sind. Ich brauche ein Boot oder sowas. Elliot, kann ich mir dein Boot leihen? Elliot, bist du immer noch hier? Elliot, kann ich mir dein Boot leihen? Nein? Okay, ignorier mich weiter, Arschloch. So, pass auf, wir gehen mal kurz nochmal in die Kanalisation und fragen mal, was da so abgeht jetzt. Was kann ich denn Krobus schenken? Auch eine Pflaume? Also eine Traube? Danke dir. Okay, gut. Das war nichts, was? Das ist alles ganz okay, aber nichts für mich. Also du hast immer nur das Gleiche. Ich dachte, da wird sich irgendwas tun, aber ich habe mich getäuscht. Es wird sich nichts tun. So, lass mal gucken. Es ist 5.30 Uhr. Wir haben quasi nichts mehr zu tun. Wir brauchen Wolle. Ach so, Robin. Wir müssen Robin noch finden. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen doch die Belohnung für diese Quest.
Ja, mal sehen, was das wird, ne? Ich glaube, sie wird einfach nur happy sein und uns umarmen und sagen, hey, geil, bist ein toller Mann, Frank, viel cooler als Demetrius. Weißt du, ich verlasse dich für ihn, weil du so toll bist. Hallo, du bist wieder hier, okay. 6 Uhr, das heißt, sie ist vielleicht noch zu Hause oder irgendwo unterwegs, ich weiß aber nicht wo. Oh, ich habe mir zu viel Zeit gelassen, verdammt nochmal. So, da ist Robin. Perfekt. So, 10-mal Holz habe ich gehört, brauchst du? Wie wär's denn damit jetzt? Guck mal. Oh, du hast es mir gebracht. Ich wusste, dass ich immer auf dich zählen kann, Frank. Okay, dieses Holz ist wirklich perfekt. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Vielen Dank. Bitte. Kriege ich jetzt irgendwas von dir oder war's das? Ach, Robin. 500 Gold für quasi keine Arbeit. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Das ist eine wirklich gute Sache. Warte mal, ist hier Sebastian irgendwo? Nee. Gibt's hier vielleicht irgendein Anglerloch? Ich will noch irgendwas machen zum Abend hin, aber ich weiß nicht was. Ich weiß doch nicht was. Ich weiß nicht. So, pass auf. Hier ist nix. Da unten? Nee, da auch nicht. Lass mal eins, zweimal angeln. Einfach nur so aus Spaß, weil mir langsam das Sashimi, ausgeht. Oder der Sashimi? Wie heißt denn das? Der oder das Sashimi? Ich habe keine Ahnung. Der Fisch wehrt sich gar sehr. Von wegen. Ich hab ihn, ein Job. Okay. Also Angeln am Abend ist echt das Spannendste, was man machen kann. Also, wer da nicht in Ekstase gerät, der hat echt ein Problem. Also der ist einfach nur ein Stein innerlich, der ist komplett kaputt, weißt du? Hit it! Whack, hit it! Okay, warte mal, das ging anders. Ich will diesen Schatz haben, Fisch! Perfekt. Mal sehen, ob ich wieder was drin habe zum Abgeben für Gunther. Das wäre toll. So, das ist ein Perch. Hier kriegt man ein Perch her? Ein Perch her? Ancient people know about that. Keine Ahnung. Okay, gut. Ich hätte es wissen sollen. So, Bait und Perch. Und dieses eine Ding, was niemand braucht. Interesting. So, okay, es ist gleich 20 Uhr, wir müssten uns langsam mal nach Hause. Oh, sch. Was zur Hölle? Wir könnten den vielleicht kriegen. Ah. Ach, Gottes Willen, nicht mal mit dem Trap-Bobber. Bobber. Oh Mann, manchmal kann ich echt nicht reden, ne? Gerade das Wort Bobber macht mir zu schaffen. Bobby Bobber Bobsten. Okay, jetzt habe ich drauf. Was war denn das für ein Fisch? Ich will auch mal so einen fetten Fisch fangen, Mann. Aber das ist echt nicht drin irgendwie. Da bin ich viel zu schlecht für. Oh, noch ein Perch. So, okay. 8:10 Uhr. Ja. Ist halt ein einsames Leben hier oben am Fluss, ne? Was willst du machen? Nichts. Angelst halt ein paar Fische und freust dich. La 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 la. Wir haben dich, wir haben dich. Du alter Perch, 19 Inches. Du Riesenteil. Kurz mal mit dem Zwerg quatschen und dann geht's ab nach Hause. Na du alter Swerk. One day you have to tell me about this beverage you call Milka. Warum? Warum willst du über Milch Bescheid wissen? Ich verstehe das nicht. Vielleicht sollte ich das mal mitnehmen. Weathered Floor finde ich irgendwie geil. Keine Ahnung warum. 500 aber nur. Aber nicht nur, sondern 500 immerhin. Das ist ganz schön teuer. Ich glaube, das nehme ich mal nicht mit. Denn 500 sind ganz schön viel. Ich spare mal noch weiter. In weiser Voraussicht, denn der Frühling wird sehr intensiv für mich, ne? Also kostenintensiv. Bums, Junge. Und noch eine Holly. Eine alte Holly und ein Krokus. Und noch mehr Würmer. Und ja, seitdem die Kakadus hier weg sind, sprießen die Würmer aus dem Boden, Mann. Zack. Was ist das? Prehistoric Hand Axe? Kenne ich das schon? One of the earliest tools employed by humans. Ha! Alright. So, warte mal. Da jetzt hier so viel zu holen war, denke ich mir, dass bei dem anderen Weg auch viel zu holen sein könnte. Viel zu holen sein könnte. Meine Güte, sprich doch mal ordentlich heute. Ich kann nicht. Es tut mir leid. So, warte mal. 1, 2, 3. So, und dann nehmen wir mal die Marmeladen mit. Und werden mal kurz nachlegen. 1, 2, 3. Yo, das funktioniert. Und jetzt kommt das da nicht rein. Warte mal, das kommt da rein. Grape Jelly.
Ist echt super geil. So, und jetzt, warte mal, was wollte ich machen? Ich wollte da oben nochmal kurz nachschauen und mal sehen, ob da auch Sachen liegen und wachsen, die ich mitnehmen könnte. Na? Na, guck mal an, hier ist doch absolut gar nichts. Nicht mal Würmer, was zur Hölle? Ich dachte, wir haben hier Glück. Denkste? Hier ist gar nichts zu sehen. Okay, gut, dann werden wir jetzt kurz alles wegräumen und dann geht's ab in die Falle. Der Tag ist schon am, vorbeigehen, wenn du so willst. Es ist einfach mal schon vorbei. So, was können wir denn hier einlagern? Zum Beispiel das hier und sonst nichts, das war's. Ja, na gut. Ist ja nicht so schlimm. Hier kommt unter anderem das rein, das rein. Das auf keinen Fall, das kommt da rein, das auf keinen Fall, das... okay. Und das. So, hier kommt auf jeden Fall die Crystal Fruit rein. Ansonsten nichts weiter, das wird verkauft, das wird verarbeitet. Oh, ich habe noch Seeds, guck mal. Mit den Seeds komme ich gut voran, du. So, und der Rest kommt jetzt erstmal weg, denke ich. Ich meine, Mayonnaise brauchen wir auch nicht mehr. Weg, 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 weg. Oh, nee, das nicht. Okay, gut. Und den Rest der Fische verarbeiten wir zu Sashimi. Und das ist das Letzte, was wir heute tun. Das Letzte, was wir heute tun. Okay, gut. 21 läuft. Warte mal, jetzt haben wir keinen Fisch mehr im Kühlschrank, ne? Ah, Mist. Wir haben den ganzen Fisch verarbeitet. John Boy. Na gut, ich gehe ins Bett. Schlaf schön. Oh, die Einnahmen sind gar wunderprächtig. 3000 Gold. 3000 verdammte Gold, Mann. Das ist echt übel. Nice. Okay. Der 22. ist angebrochen. Morgen hat Lea Geburtstag. Oh. Also nicht morgen, übermorgen dann. Ich mache nämlich jetzt hier erstmal einen Cut. Und der Tag, der jetzt kommt, der muss erstmal geschehen, du. Also, wir sehen uns dann morgen wieder. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Mach dir noch einen schönen Tag. Und bis dann. Tschüssi.